So, das ist hier also der Stein des Anstoßes. Die türkische Kulturgemeinde in Österreich hat gedroht, Lego in Deutschland, Österreich und in der Türkei zu verklagen wegen Jabba the Hutts Palast. Das ist hier der Lego-Bausatz 9516, ja, um den es geht. Und um was geht es denn genau? Es sind mehrere Vorwürfe der türkischen Kulturgemeinde. Der erste Vorwurf ist, das Dach dieses Palastes, das Dach von Jabba the Hutts Palast, sieht genauso aus wie der Palast der Hagia, oder das Dach der Hagia Sophia in, ja, Istanbul, der größten Moschee der Welt. Und ja, das meint, die meinen, die Herrschaften meinen, also das geht überhaupt nicht, dass quasi ein Böser so ein Dach hat. Ich nehme jetzt das Dach einfach mal ab, damit wir mal reinschauen können. Hier sehen wir im Palast natürlich Jabba the Hutt, der hier richtig thront. Auch da die Kritik, ein Böser thront in seinem Palast. Das sei also ein typischer Vorwurf des Orientalistischen. Schauen wir mal die Augen an dieses Herrn, des bösen Monsters. Hier kann er sich auch bewegen ein bisschen. So. Ja, außerdem raucht er, wie wir hier eindeutig sehen, eine Wasserpfeife. Und das sei also auch zu kritisieren. Man verbindet damit negative Einflüsse und quasi wasserpfeifende, rauchende Leute seien quasi hier diskriminiert. Naja. Nächste Kritik, die wir haben, ist der Turm von Jabba the Hutt, das Palast. Dieser Turm erinnert an ein Minarett, die ja natürlich eine Moschee auch besitzen. Und hier der Muezzin, Kritik, der Muezzin hier wird von einer Wache dargestellt. Klar, kennen wir aus dem Film Rückkehr der Jedi-Ritter. Und diese Wachen haben natürlich im Film eine Bewaffnung. Hier eine, ups, bisschen schärfer stellen. Hier eine Streitaxt, eine Axt. Das sei also ein bewaffneter Muezzin. Das ginge ja auch nicht. Zudem seien in dem Minarett, in dem Turm, Waffen gelagert. Hier sehen wir ein Maschinengewehr oder ein Lasergewehr. Und hier oben noch einen Ghetto-Blaster, sage ich schon, einen Laserblaster. Naja, ich weiß nicht. Unsere Kinder haben mit dem Modell sehr, sehr gerne gespielt. Ich als Lego-Sammler habe auch damit gespielt und ich habe nicht das Problem, dass hier irgendeiner Volksverhetzung aufgesessen zu sein. Aber bitte, hier soll jeder seine Meinung selber bilden. Ich bin mal gespannt darauf.